Hey Leute und ein herzliches Willkommen zurück zu Far Cry 5. Nein, ich springe nicht und hinter mir steht der liebe Marco. Ja, aber ich springe. Nein! Oh, falsch schon. Der Selbstmord ist scheiße gelaufen für dich. Allerdings. Aber was ist hier? Ach, hier waren wir ja schon. Aber das ist ein cooles Haus, finde ich. Auch wenn hier gruselige Musik ist und ich hier raus will. Das ist doch das Coole an dem Haus. Was ist denn hier? Achso, ich muss mal zum Waffenhändler, weil ich glaube, ich habe was freigeschaltet, was du nicht freigeschaltet hast. Die Kultisten bist du erst. Doch, hast du auch. Keine Sorge. Oh, was ist hier jetzt los? Ich wollte. Bring die mal her. Wo sind die? Hinter der Bretterwand. Sieht die gar nicht. Oh, achso, Scheiße, bei dir direkt. Ja. Ah, okay, hast du schon. Wer kam der denn? Erstmal Munition. Ah, hab ich schon gekauft. Beute verkaufen, hab ich da was? Nein, hab ich nicht. Dann Waffen. Sag bloß, ich hab da nur. Mist! Ah, warte, die AK haben wir freigeschaltet. Alter, was ist das? Was denn? Bigfoot! Wo? Wo? April, April. Wo? Wo? Auf dem Klo. Ey, ich seh ihn! Cool. Ey, ich seh ihn echt, ne? Ja, ja. Doch, guck. Ja. So behaart wie du bist. Jagdgebietskank. Das wär's jetzt gewesen, ständer Bigfoot. Komm, du bist frei. Nein, wie das so. Nein, das ist. Verdammt! Ich war gerade am Shoppen. So ein verfickter Kack. Blöde Kuh. Ich liebe dich. Verstehst du denn nicht, was wir hier aufbauen wollen? Oder ist es dir nur egal? Du läufst mal hierhin, mal dorthin. Du fügst denen Gewalt zu, die dir überhaupt nichts tun wollen. Sie sind zufrieden hier. Sie wollen hier sein. Ich weiß, dass du zweifelst. Aber nur so kann diese Geschichte enden. Nichts, was du tust, kann das ändern. Deine Freunde da draußen, sie sind getrieben von Angst. Sie verstehen es nicht. Aber er versteht. Er zeigt es dir. Hey, Rookie. Komm schon. Komm, alles okay. Ich weiß, du wirst mich zurückbringen. Das ist okay. Sie weiß es. Alle wissen es. Du glaubst, du tust das Richtige. Du glaubst, ich müsste gerettet werden. Aber muss ich nicht. Ich will nicht zurück. Nie wieder. Hast du dir je die Zeit genommen und auf dein Leben zurückgeschaut? Ich meine, was du tatsächlich daraus gemacht hast, weißt du? Man sagte uns, wir könnten alles werden, oder? Ein berühmter Sänger, ein Spitzensportler oder ein Filmstar. Wir könnten alle Erfolg haben, Rookie. Aber nein, das ist nicht wahr. Wir leben oberflächliche Leben und tun nur das, was andere uns sagen. Tag ein, Tag aus.
Jeder denkt, er hätte einen freien Willen. Aber komm schon, wann hast du zum letzten Mal etwas getan, das nicht erwartet wurde? Abverlangt. Nein, Rookie. Wir leben nicht unser Leben. Wir leben ihres. Und wir glauben, wir hätten einen freien Willen. Aber das ist eine Lüge. Eine Illusion. Oh, Mann. Ich bin so fertig damit. Ich will kein Opportunist mehr sein. Ich will nicht mehr nur ein Handlanger sein. Und ich will nicht länger der Müllschlucker sein. Ich bin es so leid. Weißt du, wenn das das echte Leben ist, wo ist da der Sinn? Nur hier habe ich die Chance, das zu sein, was ich niemals für möglich gehalten habe. Zufrieden. Und letzten Endes, Rookie, ist das nicht das Einzige, das wirklich zählt? Zufriedenheit? Okay. Sollten wir uns jetzt nicht bewegen? Nee. Vertrau dem Bliss nicht! Hol dir den Marshall! Doch. Hi. Wie geht's? Vielleicht war das ja doch nicht so schlecht. Lass den Marshall nicht durch dieses Tor gelangen. Auch hier. Sollen wir mal durchgehen lassen, was dann passiert? Na, ich weiß nicht. Es könnte auch sein, dass sie das so sagt, ne? In der Stimme von ihm. Dass die uns hier falsch macht, aber... Das glaube ich jetzt nicht. Ah, ne. Glaube ich auch nicht. Es kommt uns an die Mini-Mission bestimmt. Ja, Nebenmission. Nee, Mini-Mission. Bei mir stand eben. Unten, unten, also nicht hier. Dich gut. Tracy, bring die Spritze hier rüber! Oh, ruhig, ganz ruhig, Berg. Zieh mich an, zieh mich an! Ruhig! Drogen. Nimm die Waffen runter. Man kommt nicht einfach aus dem Bliss und ist clean. Ich kann es. Sheriff. Okay. Ich bin nicht verwirrt. Okay. Bleib der Verbleib. Okay, nimm dich einfach her. Ganz ruhig. Du hättest sie nicht herbringen sollen. Tracy. Fick dich, Tracy! Ich halte das für eine scheiß Idee. Das habe ich von Anfang an gesagt. Du hast keine Ahnung, was sie mit deinem Gehirn anstellt. Trau ihm nicht. Ich rede mal mit dir. Du hast uns im Gefängnis das Leben gerettet. Danke. Und schon wieder hi, nur wegen dir. Sorry. Hier kannst du auch kaufen. Oh. Wie geht's? Warte mal. Können wir gerade was vergleichen, als du gerade da hattest. Also 8, 4, 6, 8, 4. Boah, die Feuerrate ist ja hoch.
weißt du, was blöd ist? Hä? Nur du kriegst das Silberbarren, ich nicht. Das ist traurig. Mhm. Kaufen wir erstmal eine normale, schöne AK-47. Die nimmt den Revolverplatz. Oh, ich glaub's nicht, oder? Ist das geil. Mhm. Bis gleich. Die normale Lackierung von AK ist ja schon geil, aber warte. Ha! Ich weiß, dass du alles in deiner Macht Stehende tust. Moment. Ah, nein! Ich will doch kein Flammenwerfer. Deinetwegen wird Faith noch völlig durchdrehen. Joseph hat Faith in die Familie aufgenommen. Sie wird fuchsteufelswild sein, dass du den Bruder John Gold getötet hast. Ist doch Gold, oder? Oder habe ich mir da Mist gekauft? Ich glaube schon. Sieht auf jeden Fall goldig aus. Ja, der Goldmeister. Hallo, eine AK in Gold? Wie kann man mehr angeben? Ich finde das so sehr geil. Ich habe hier einen Katalog für dich. Keine Ahnung. Gute Frage. Oh, die haben das Tor repariert. Ja, toll, wie kommen wir hier raus? Wir sollten hier eigentlich sicher sein, aber Faith scheint glücklich darüber, dass das Tor ist sogar verstärkt. Howdy, Sir. Ich beneide deinen Job nicht, aber... Nehmen wir nochmal das Auto hier. Oh, das sieht voll geil aus, das Gold. Wo gehen wir hin? Ich bin ja kurz davor, was Neues zu kaufen, aber nein, ich bin noch zufrieden mit meinem Auto. Oder allgemein zufrieden, aber dennoch. Guck mal! Es ist vorne ein Pylon, der uns aufhält und hinten. Was ist dafür gemacht, dass man hier. Egal, ich versuch's. Bring mal ein. Nö, fahr mal zu, wenn's geht, dann. Ja, geht, passt. Wo fahren wir hin? Wo fahren wir hin? Ich würde sagen, wir erkunden noch ein Stück der Karte. Nach unten hin? Und zwar dieses hier, genau. Ja, hätte ich auch gedacht. Klatsch Nixon ist das, krass. Der Rennfahrer. Zum Körperversteck und dann gehen wir da. Klatsch Nixon ist der Rennfahrer. Ah. Da muss ich drin driften dann. Warte mal, da gefällt mir was gerade. Da gefällt mir gerade ein kleiner Fehler gar nicht. Und der hat die Hand nicht bewegt beim Lenken. Ey, warte mal, das stimmt das allgemein nicht. Der hat immer so einen Rums und dann bewegt er die Hand nicht mehr. Okay. Ne. Scheiß drauf. Muss man jetzt mal drüber hinweg. Sieht zwar scheiße aus, aber... Ja, der hat die ganze Zeit die Hand voll steif da hängen. Und das Auto dreht sich, bewegt sich halt. Was zum Befreien hier? Nicht hinten reinschießen. Einfach weiter. Schieß. Ah, jetzt hab ich die Munition. Kannst du mir mal Munition rüberwerfen? Ich hab dir aus Versehen welche gegeben. Was war das denn? Einfach zu mir kommen und eine E gedrückt halten. Dann habe ich mein Zeug wieder. Ich kann da gar nichts machen. Ach, da habe ich. Zu viel. Oh, das war knapp. Gucken, was die AK drauf hat. Oh, die ist krass. Gut. Die gefällt mir gut. Ja, da geht's. Das Auto ist fehlerhaft, ey. Ja, neue Sachen, da war ich schon. Ha! Meter noch. Oh, ist. Zum Ziel.
Oh, das ist nervig mit dem Lenkrad, Mann. Egal. Ja. Ach, das war sowieso ein Bösewicht. Ach so, das Schild war falsch rum. Hundert Meter hier lang. Oh, cool, eine Höhle, oder? Höhle? Was war das? Hey, warum springst du raus? Ich kann die Sonne angehen lassen. Du kommst da eh nicht hoch. Sagst du. Warte auf mich. Nicht überfahren. Zu spät. So. Du hast gesagt, ich komme hier nicht hoch. Ich hab's probiert. Scheiße. Was denn? Du hast es überfahren. Du das ist ja egal. Nee, ist es nicht. Doch, jetzt schon. Da ist ein Gegner. Flugzeug. Warte, ich schließe vor, ja? Notiz des Widerstands. Früher war das hier eine Raiden-Wellness-Mine. Google das mal. Heutzutage versteckt die Sekte hier irgendwelche Scheiße. Wenn ich mutiger wäre, würde ich sie nach Vorräten durchsuchen. Wer sich dieses große Kabinett wagt, sollte zumindest Strom haben. Der funktioniert nämlich noch, sofern man drinnen einen Schalter oder den Generator findet. Okay, gehen wir da schnell rein. Warte, warte. Hier sind Gegner. Ich werde high. Ein Gegner. Ja, ich dachte, das wäre mehr. Gruselig. Hier ist man voll heil drin. Ja, wir müssen draußen den Strom finden, habe ich mir gedacht. Willkommen im Blitz. Tja. Halt doch die Klappe, Mensch. Warte mal. Lass den mal runterholen. Nee. Ja, der nervt uns. Das war wieder recht. Was soll denn hier der Strom sein? Ich greife das Ziel jetzt an. Schön. Nice. Mein Auto! Oh, das war knapp. Ich könnte die Gemeinsalbe da jetzt drauf bauen, aber ich mach's nicht. Damit fahren wir wieder weg. Ja, gute Frage, ne? So. Was denn? Ich wäre fast verreckt beim Sprung vom Dach auf den Berg. Hey, hast du so wenig Leben? Bist du so tief gesunken? Ich war noch nie weit oben. Was soll ist das? Mach ein Boot. Da hat jemand ein Boot auf Land gebracht. Wie so ein Fake-Bär. Hey, wo ist denn hier zur Hölle der Strom? Das ist eine gute Frage. Ich hab den Strom, glaube ich, oder? Hey. Wieso nicht? Eigentlich müsste man ja, wenn man es logisch sieht, einem. Aha. Eine Naha? Was für ein Ding? Nee, nee, warte. Wo bist du? Auf dem Berg. Okay. Ich fahr mal gerade darüber, komm mal gerade ein Stück mit. Jetzt lenkt er auch wieder das Auto. Ah, jetzt komme ich hier nicht lang mit dem Auto. Kannst du mal kurz in mein Auto setzen? Warte mal kurz.
drin, wenn du sitzt. Muss mal kurz darüber. Komm jetzt wieder. Alles klar. Ich finde einen Zugang zum Flüchten. Ach du Scheiße! Wir sind fünf Bären! Komm mal schnell her, fünf Bären! Verdammte Hacke! Das ist ein April-Scherz. Nein! Ich komm nicht. Ah, da sind Gegner. Flammenwerfer, Mann! Mann, war zu früh für den Scheiß! Ich werde mich aber noch rächen. Fünf Bären ist ein bisschen unlogisch. Ja, okay, ich hätte drei sagen sollen. Wäre gemein gewesen, hättest du es nichts gesagt. Und hättest du nur noch 10 Sekunden geschwiegen, hätte ich gesagt, sag die Wahrheit, wenn du mich anlügst, musst dein Auto dran glauben. Boah, wo ist denn hier der Strom? Ich geh mal high werden und hol mir den Strom. Ja, warte mal. Anweisung bezüglich der Angel. Ich glaube, die Angel, die Angels, sind gerne in der Nähe von dem besten Zeug hier unten. Sie bleiben gerne hier unten und bewachen es, Klammern an Kälte gelobt, sei was hart macht. Das ist wie ein Schrank, der sich selbst bewacht. Also keine Angst, bevor nur Angels unseren Kram bewachen. Gott weiß, dass es immer neue Angels geben kann. Durchgang. Okay. Kein Hinweis. Ach du Scheiße! Alter, ist das gruselig! Dieses Rad hier hat sich gerade selber gedreht. Und das war nicht ich. Das glaube ich dir nicht. Das, nein, es ist kein Scherz, jetzt wirklich. Das hat sich selbst gedreht. Du hast ja gesehen, dass hier gerade was entstanden ist, ne? Jetzt wirst du es nicht. Nein, dass der Rauch erst später kam, dass er später explodiert ist, als du gerade hier warst. Und das ist ja nur passiert, nachdem das Rad gedreht wurde. Ich hab's nicht gedreht. Dann geh du mal vor, vielleicht siehst du sowas. Ich glaube dir. Aber warte, lass zusammen gehen. Ich hab Angst. Ah, jetzt hast du es gemerkt, ne? Ich habe Angst. Echt? Bleib bei mir. Ich habe auch Angst. Ach du Scheiße! Ich komm. Ich habe meine Shotgun nicht mehr. Ich hol meine AK raus. Die hat mehr Kraft dahinter. Ah, hier geht's hoch. Wie sage ich immer so schön bei Horrorfilmen? Das beeindruckt mich nicht. Alter Schwede! Wo geht's hoch? Nein, du hast es nicht gesehen, oder? Fuck. Ey, Alter, du musst dir das mal ansehen. Du hast jetzt schon zur Zeit mal was nicht gesehen. Komm mal hoch. Wo hoch? Ich hab grad voll die Orientierung. Hier, hinter dir. Hinter dir, immer weiter hoch, hinter dir. Ah, da. Ey, du glaubst es nicht, ne? Das war jetzt richtig creepy. Das finde ich aber geil, wenn es sowas mal gibt. Das gab's auch mal bei Fallout. Haben die auch so ein Horror-Ding gemacht. Du siehst ja diese Leiche hier vor uns direkt, ne? Ja. Da ist gerade ein Schatten aufgestanden und der Schatten ist weggelaufen. Cool. Bist du da? Nee, halt. Alter. Oder so. Ach, du warst das. Nee, ich hab nichts gemacht. Okay, ich auch nicht. Nur eingeschlagen. Okay, weiter. Ach, du Scheiße. Schlange, ich, oder was? Ich hab die Schlange. Die. Was? We're gonna call. Das ist ein Mix. Was besteht aus A-Team? Nein. Indiana Jones und Ghostbusters. Okay. Who you gonna call? Das passt. So ein Scheiß, ey. Du bist da? Ja. Ich glaub, da war ein Schatten. Ich hätte gerne. Was? Ich hab ihn gesehen. Den Schatten. Creepy, ne? Ich? Creepy, ne? Nee, das war ein schlechter Wortwitz. Also, du hast. Ach du! What's up? Das war der Stromkreis. Scheiße. Ich hab Angst.
Ja, weiß. Vor allen Dingen, Alter, ne, das ist die letzte Folge, die wir aufnehmen. Warte, komm mal her, komm mal her. Wir sind am Ende einer Folge. Wir sind aber auch am Ende einer Folge. Ja, jetzt gehen wir da schon noch raus und, Ja, sicher. Sicher. Dann beenden wir. Das war vorher nicht hier. Doch, war's ja. Alter, die AK hat voll den Durchschlagskraft. Ich glaube, hier passiert noch irgendein Scheiß. Ja, ist doch cool, kurz bevor wir ins Bett gehen. Ach ja. Jetzt kann ich nicht mehr kacken gehen, jetzt habe ich Angst. Nein. Ah, da musst du sein. Ja, war doch gut. Ah. Ach du Scheiße, Alter! Der hat sich einfach erhoben. Hab's gesehen. Jetzt weißt du, dass ich kein Scheiß laber. Da ist eine Shotgun, hol dir die mit. Ah, warte mal. Guck mal. Ich bleib hier hängen. Lass mich. Ich will abhängen. Und. Alter, diese scheiß Fächer. Warte, die Tür ist offen. Ey, hier darf man gar nicht. Soll man bestimmt gar nicht rein. Wie, wo soll man nicht rein? Hier, wo ich bin. Warte, Geister, nicht Geister, Zombies. So, guck mal, ob die Tür noch aufgeht. Ja doch, die geht auf. Ey, die sterben, wenn man den in die Eier schießt. Das sind andere Zombies, den muss man in die Eier schießen. Alter, komm mal her. Alter, der steht... Hä? Hier ist ein Tresor. Krass. Wie hast du das gefunden? Ja, ich habe gesehen, da ist, Dingens, ein Loch in der Wand. Was ist das? Ja, geil. Nein, ich bin einfach vorbeigesprungen gerade. Ich habe da ja rumgealbert. Ich war für die Show zuständig. Der Albert hat rumgealbert. Albert Einstein albert gerne albernhaft. Brenn! Brenn! Ich bin voll verliebt in die AK, die ist eigentlich voll gut. Aber war ja klar. AK halt. Hey, hier geht's rein. Bereit? Los geht's. Der Weg nach Eden ist offen. Ey, das war aber geil. Das gefällt mir. Voll krass. Ey, du glaubst es. Und jetzt das hier. Aber du glaubst es. Ja, stimmt. Aber du glaubst es nicht, ne? Was ich meinte bei Fallout. Ich hab dir mal. Geh mal grad raus. Ich hab dir erwähnt, dass ich so paranormale Sachen überhaupt nicht mag, ne? Weil ich da halt voll anfällig drauf bin. Und, Moment. Moment. Die sind echt. Die sind echt, ja. Dann steig mal kurz ein. Und es gibt bei, ich weiß nicht, ich kann es jetzt nicht mehr ganz genau erzählen, wie es war, aber da war, das ist so ein Park halt, so ein Nuka World Park quasi, so ein Abklatsch von Cola, ne? Und da haben die dann, gab es dann so ein Museum, da wird dann halt erzählt, dass irgendwie so ein Mädchen ihre Familie umgebracht hat und sowas und alles mögliche. Und Fallout ist dafür bekannt eigentlich, dass sie voll realistisch immer sind, ne? Halt, wie es möglich wäre, so, ne? Und machen nicht irgendwie so bescheuerte Sachen. Und auf jeden Fall, das Haus ist halt übelst gruselig und sowas. Und da ist halt am Ende ein Gegner drin, ganz normaler. Raus hier. Ein ganz normaler Gegner drin. Und dann steht da so drin, dass die, dass der Gegner, den du besiegt hast, aber die ganze Zeit Geräusche gehört hat und sowas. Und Roboter auf einmal verrückt gespielt haben und so komisch gelacht haben und so, ne? Und dann gehst du später auf den Dachboden und denkst dir nichts dabei. So. Dann geht's auf einmal weiter und auf einmal läuft da so ein Mädchen von rechts nach links weg, ne, so ein kleines junges Mädchen. Und dann denkst du so, ja Junge, das war ja sowieso kein Geist, Fallout hat sowas noch nie gemacht, ne. Dann rennst du dem Mädchen hinterher
Weil da eine Tür ist auf dem Dachboden, dann machst du die Tür auf. Dann machst du die Tür auf, ne? Und hinter der Tür, da kommt dieses Geräusch von eben, dieses Horrorgeräusch, und hinter der Tür ist einfach eine Wand. Okay. Du glaubst nicht, wie schnell ich aus diesem scheiß Haus raus wollte, ey. Weil du rechnest ja sowas nicht, weil die haben sowas noch nie gemacht. Aber ich fand das dann auch trotzdem geil. Das ist doch cool. Weil war halt eine ganz coole Sache, die die gemacht haben. Aber das hat natürlich dann wirklich gekruft. Du weißt nicht, ob die da noch irgendwie einen Jumpscare eingebaut haben, weißt du? Mhm. Weil die sind immer fies. Die sind wirklich fies. Da ist ein Bär, den holen wir noch. Das ist kein Bär. Ein Jaguar. Ich hab den Jaguar. Gut, da unten läuft ein Bär. Und ein alter Schwede. Helf mir mal, helf mir mal. Da unten ist noch ein Bär. Ich hab doch gesagt, 5 Bären. Okay, war keiner. Ich hab dich gerettet. Dank mir später. Na gut, dann sind wir jetzt auch mal am Ende einer Folge. Wir sind irgendwo im Niemandsland, ne? Ach du Scheiße, sind wir weit unten. Komm, wir laufen mal gerade zu Klatsch Nixon. Da wollten wir von Anfang an hin. Oh nein. Ist nicht weit. Ein paar hundert Meter. Geht eh schon wieder viel zu lang. Ja, ist ja egal. Dann machen wir einen, der ein bisschen länger geht. Komm. Zack. Wir sind ja schnell da. Klatsch den Nixon bei Klatsch Nixon. Der ist nackt. Das ist eine Puppe. Ja. Ey, der Typ macht einen Draufgänger. Ey, hier gefällt's mir. Der schießt bestimmt auf die Puppen. Oh, die kann man gar nicht drauf. Oh, hier ist Munition. Ey, ich bin hier umgerutscht. Nein, oder? Guck mal. Wo bist du? Draußen, oder? Ja, ich geh nicht zu dem rein. Alter. Guck mal hier. Warte, Arschtritt. Warte. Oh. Na, das ist eine Mission. Okay. Ich guck mir den mal gerade an, den Typen hier. Bist du Klatsch Nixon? Ganz sicher. Warte, was? Nein, das glaube ich nicht. Hm? Ich glaube nicht, dass das Klatsch Nixon ist. Ach, gar nicht, warte, der ist ja gestorben. Ist er gestorben? Ich weiß nicht mehr. Egal, das lesen wir beim nächsten Mal. Nee, das lesen wir jetzt, ich habe schon geöffnet. Tweaks Notizen. Kram, den ich meinen Vater sagen will, wenn ich ihn sehe. Du meinst, dass sich alles hier um Hamlet dreht, aber das ist nur 35,3% davon. Ich war der Schüler, aber ich werde der Meister sein. Ich bin Dichter davor. Und den ganzen Scheiß von dir ungeschehen zu machen, als jemals zuvor. Und du warst fies zum Arme und ich verstehe, warum sie dich verlassen hat. Die Reise nach Kanada hat gar nichts besser gemacht. Selbst wenn die Welt endet, ist das keine Entschuldigung, Mann. Ich werde deinen fetten Arsch mal richtig den Nürnberger Prozess machen. Okay, wir sind am Ende einer längeren Folge. Wir sind hier in einer alten Westernstadt und wir hoffen, dass es euch gefallen hat. Bis zum nächsten Mal und jeha. Tschüss.